Herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Mein Name ist Robert und im heutigen Video geht es darum, wie man ein Objekt in einem Video einfriert. Das hat jetzt nichts damit zu tun, wie es in der Fotografie gemeint ist, sondern ihr habt bestimmt schon Werbungen auf Facebook oder anderen Plattformen gesehen, wie zum Beispiel eine Person läuft ins Bild, bleibt stehen und dann läuft die Person weiter, bleibt wieder stehen und läuft wieder weiter. Aber die zwei stehen gebliebenen Personen sind immer noch im Bild vorhanden. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Aber vorher schauen wir uns zwei Beispiele an. Dann fangen wir jetzt mal an und holen uns einen Clip. Ich habe jetzt hier einen Clip gewählt mit einem Fahrzeug, was über einen Berg von links nach rechts nach oben fährt. Wichtig bei solch einen Aufnahmen ist, dass sich die Kamera nicht bewegt, sondern fest steht und auch nicht geschwenkt wird, sondern sich nur wirklich das Objekt bewegt. Hier an der Stelle und an der Stelle möchte ich eben jetzt gerne das Fahrzeug haben. Jetzt lassen wir mal den Clip laufen und ich stoppe ihn dort, wo ich gerne das Fahrzeug haben möchte, wo es dann steht. Jetzt mit der Steuerung und T-Taste mache ich einen Screenshot. Und jetzt ziehe ich mir diesen Screenshot an die Cursorstelle und schalte diese Spur dabei aus und lasse jetzt den Clip weiterlaufen und stoppe ihn wieder an der Stelle, wo ich gern das Fahrzeug ein zweites Mal haben möchte und mache jetzt wieder einen Screenshot mit Steuerung und T-Taste. Und ziehen wir auch dieses Bild an den Cursor. Wir bleiben jetzt an der oberen Spur gleich und holen uns die Maske und ziehen sie auf unser Objekt und öffnen das Dialogfeld dazu. Jetzt mache ich mir meine Ansicht etwas größer. Ich gehe jetzt hier mal auf 200% und ziehe mir mein Bild in die Mitte. Und jetzt hole ich mir die Freihandmaske und ziehe einen Rahmen um mein Fahrzeug. Ich mache das jetzt hier ganz grob nur, weil ich möchte jetzt hier keinen ersten Preis im Ausschneiden gewinnen, sondern euch eigentlich nur erklären, wie der Effekt zustande kommt. Das ist ein bisschen ein Geduldsspiel. Wenn ihr das natürlich dann macht, müsst ihr das ganz genau machen, damit es auch wirklich sauber und schön ausschaut. Fertig sind, dann gehen wir auf die rechte Seite. Unter Deckkraft außen machen wir jetzt 0% und unter Kontur schalten wir den Haken auf weich ein und lassen es auf beide stehen und stellen ein oder zwei Pixel ein und sagen okay. Jetzt gehen wir mit dem Cursor zum zweiten bzw. zu unserem ausgeschalteten Clip und aktivieren die Spur, holen uns hier auch wieder die Maske, ziehen Sie auf unser Objekt und öffnen das Dialogfeld dazu. Und jetzt machen wir denselben Vorgang wieder, indem wir unser Objekt bzw. unser Fahrzeug hier ausschneiden. Wenn wir jetzt fertig sind, dann müssen wir nur noch unsere Deckkraft auf außen auf 0% stellen, wieder den Haken für die Kontur weich stellen und auf 2 Pixel gehen. Wir lassen es wieder auf beide stehen und bestätigen das Ganze mit OK. Und im Grunde ist unser Effekt jetzt fertig und wir können uns unser Ergebnis anschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial weiterhelfen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Robert.